Liebe Brüder und Schwestern, wir feiern heute das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau, Gottes Mutter Maria. Ja, Erbsünde, Erbschuld, ein manchmal für etwas fremdartiger Begriff, mit dem manche gar nicht mehr allzu viel anfangen können. Was ist das, Erbschuld, Erbsünde? Ja, wir haben es heute in der ersten Lesung aus dem Buch Genesis gehört. Es ist die Folge des Sündenfalls. Adam und Eva im Paradies, sie lebten in einer ungetrübten, uneingeschränkten Gemeinschaft mit Gott. Aber der Teufel, der Satan, der Lügner, der sein wollte wie Gott, er hat den ersten Menschen verführt, Misstrauen hineingesät in sein Denken, in sein Leben, in das Herz. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von diesem Baum nicht essen, diese Früchte nicht verkosten? Ja, Gott hat davor gewarnt, die Hand auszustrecken nach dieser Frucht, nach diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Denn dann kommt der Tod. Aber der Mensch ließ sich verführen und er aß von dieser verbotenen Frucht. Er hörte mehr auf die Stimme des Teufels als auf die Stimme Gottes. Und dieses Vertrauen, es wurde brüchig. Meint Gott es wirklich gut mit uns? Will er wirklich unser Glück, unser Heil, unser Leben? Will Gott uns etwas vorenthalten? Nein. Wir haben einen Vater im Himmel und das hat uns Jesus wieder neu gezeigt, neu verkündet durch seine Menschwerdung. Ja, in dieser Kraft des Heiligen Geistes ist Jesus dieses ewige Wort des Vaters, durch das Gott alles geschaffen hat, Mensch geworden im Schoß der Jungfrau Maria. Ja, und er hat sich in Maria eine würdige Wohnung bereitet. Er hat Maria im Hinblick auf ihre Berufung, auf ihre Aufgabe als Mutter des Erlösers, Mutter des menschgewordenen Sohnes Gottes, vor jeder Erbschuld bewahrt, vor diesem Makel, der an uns haftet, den wir alle sozusagen von unseren Vorfahren vererbt haben, geerbt haben. Diese Schwäche im Guten, diese Neigung zum Bösen, zur Sünde hin, diese Brüchigkeit in der Beziehung zu Gott und den Mitmenschen, diese Unfähigkeit, vollkommen und rein zu leben, sich selbstlos zu verschenken. Maria war davor bewahrt. Sie war vollkommen erfüllt von dieser Liebe Gottes, von diesem Vertrauen zum Vater im Himmel. Da gab es keine Trübung, keine Einschränkung, keinen Bruch, so wie bei uns. Sie war ganz offen für die Gnade Gottes. So konnte sie Mutter, Jesu Mutter des Erlösers werden. So konnte der Heilige Geist sie erfüllen mit seiner Lebenskraft. Und sie wurde fruchtbar durch ihn. So konnte dieses ewige Wort in ihrem Schoß Mensch werden. Für uns alle, um uns zu befreien, um uns zu retten, um uns die Vergebung der Sünden zu schenken, um uns das Erbarmen des Vaters im Himmel wieder neu zu offenbaren, ja, um dieses Misstrauen hinwegzunehmen, das uns manchmal auch befallen möchte. Besonders dann, wenn Schmerz und Leid kommt
Ja, warum lässt Gott das zu? Meint er es wirklich gut? Will er wirklich mein Glück, meine Freude? Ja, Leid, Schmerz und Tod ist eine Folge der Sünde. Es war nicht im Plan Gottes. Aber der Vater schenkt uns das Heilmittel in seinem Sohn. Und Jesus, er nimmt die Schuld auf sich für uns. All das, was die Menschen aufgrund ihrer Sünde, ihrer bösen Taten verdienen, nimmt Jesus auf sich. Die ganze Strafe der Sünde, allen Schmerz, alles Leid. Er, der Unschuldige, das Lamm Gottes. Er trägt für uns das Kreuz. Er leidet die Strafe für uns. Er bezahlt unsere Schuld. Damit wir wieder diesen Weg hinfinden zum Haus Gottes, zum Vater. Damit wir wieder neu diese Liebe, diese Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes erkennen. Ja, damit wir in ihm, in seinem menschlichen Antlitz, das Antlitz des Vaters schauen können. Und Maria, sie hat nur eines im Sinn, nur einen Wunsch, ja, nur einen Gedanken, dass wir ihren Sohn Jesus erkennen, dass wir an ihn glauben, ja, dass wir uns ihm schenken, ihm nachfolgen. Ja, sie zeigt uns immer wieder neu Jesus, ihren Sohn. Sie, die ganz offen war für das Wort Gottes, die vollkommene Jüngerin Christi, das Urbild der Kirche. Sie hat diese Aufgabe von Gott erhalten, Mittlerin zu sein, Mittlerin der Gnade, der Erlösung des Heils. Ja, sie ist wirklich Mutter für uns in dieser geistigen Weise, weil sie von Gott diesen Auftrag hat, uns Jesus zu zeigen, uns Jesus zu bringen, uns hinzuführen auf den Weg der Gnade, des Heils. Sie möchte uns ermutigen, dass wir vertrauensvoll Jesus nachfolgen, dass wir auf sein Wort hören, ja, dass wir in ihm diese Güte, diese Barmherzigkeit des Vaters erkennen. Ja, Gott möchte alle Nein des Menschen zu Gott, zu seiner Liebe, zu seiner Gnade umkehren. Ja, er dreht sie um sozusagen in seinem Sohn Jesus. Und auch in Maria verwirklicht sich vollkommen dieses Ja zu Gott, zu seinem Heilsplan, zu seinem Willen, zu seiner Liebe, zu seiner Gnade. Ja, lassen wir uns auch jetzt in dieser Stunde wieder neu erfüllen vom Wort Gottes. Maria hilft uns, dass wir ganz offen sind für ihn, für Jesus, ihren Sohn, den Sohn Gottes, der sich uns schenkt im Geheimnis der heiligen Eucharistie. Er wird für uns zum Brot, um uns zu stärken auf unseren Lebensweg, um uns zu ermutigen, den Weg der Heiligkeit, der Gebote Gottes zu gehen. Vertrauen wir dem Herrn und kehren wir aus ganzem Herzen um zu ihm, gerade jetzt in dieser Zeit des Advent. Nehmen wir uns wieder neue Zeit zum Gebet, zum Hinhören auf sein Wort. Nehmen wir uns Zeit für das Rosenkranzgebet. Maria bittet da für uns, dass wir uns immer mehr öffnen diesem Wirken der Gnade Gottes, diesem Wirken des Heiligen Geistes, der uns geschenkt worden ist. So kommen wir voll Vertrauen zum Herrn. Er schenkt sich uns. Er schenkt uns seinen Geist, seine Kraft, seine Gnade und erfüllt uns neu mit seinem göttlichen Leben.
Amen.